In der Schwimm- und Sprunghalle im Europa-Sportpark verfolgen die Spitzenschwimmerinnen und Schwimmer, besonders die des Elite Swimming Team of Berlin, ein ganz bestimmtes Ziel. Jeder will sich für die Jahreshöhepunkte im Sommer qualifizieren. Mit den 100 am Samstag bin ich auch mega zufrieden, weil ich seit 2021 mal wieder Bestzeit geschwommen bin und direkt mal 13. unter der WM-Norm. Also lässt hoffen für nächstes Jahr Olympia. Aber erst einmal steht die Weltmeisterschaft im japanischen Fukuoka bevor. Dort wird Ole Braunschweig nicht nur über die 100 Meter Rücken starten, sondern auch mit der 4x100 Meter Lagenstaffel sowie über die 50 Meter Rücken. Immerhin blieb er am ersten Wettkampftag eine Hundertstel unter seiner bisher aufgestellten Bestmarke. Ich bin hier, glaube ich, schon geschwommen, da war ich 6 oder sowas, irgendwelche Sichtungswettkämpfe. Und ist jetzt ein ganz anderer Stellenwert wie damals, aber ist trotzdem mal wieder cool, in der Heimat zu schwimmen. Ein Highlight jagt das nächste. Ausgerechnet an ihrem 18. Geburtstag empfiehlt sich Lisa Marie Finger für die 4x100 Meter WM-Lagenstaffel. Ein besseres Geburtstagsgeschenk hätte sie sich selbst nicht machen können. Ich würde sagen, dass ich wirklich zufrieden bin mit dem Wochenende. Und ich habe mir zwar gewünscht, natürlich halt diese Zeiten zu schwimmen, aber dass jetzt wirklich geklappt hat, ist natürlich nochmal umso besser. Grund zur Freude hat auch Leonie Kühlmann, welche im vergangenen Sommer noch die Saison aufgrund von Erschöpfungssymptomen noch vor der EM beenden musste. In ihrer Trainingsstätte nun löst sie ihr erstes WM-Ticket für die 4x200 Meter Freistilstaffel. Und dass es jetzt mit der Staffel gereicht hat, freut mich echt sehr. Japan ist halt cool. 21 waren ja die Spiele da. Da haben wir jetzt nicht so viel vom Land und von der Stadt auch gesehen. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass es jetzt geklappt hat. Hier noch einmal die Ergebnisse der Berlin Swim Open im Überblick. Unter anderem gelingt es auch Angelina Köhler, einen neuen deutschen Rekord über 100 Meter Schmetterling aufzustellen. Am Ende der Woche wird bekannt gegeben, wer bei den Jahreshöhepunkten mit schnellen Zeiten aufhorchen lassen und Edelmetall aus dem Becken fischen kann. Doch eines ist schon jetzt klar, bereits 3 Monate vor den Schwimmhighlights sind die Berliner Spitzenschwimmerinnen und Schwimmer in einer sehr guten Form und das nicht ohne Grund. Wir sind einfach anders, weil jeder wirklich jeden pusht, jeder gibt alles und unser Team ist einfach wirklich, ich will sagen, wir haben die beste Stimmung in ganz Deutschland und es macht einfach extrem Spaß, mit dem ganzen Team Wettkämpfe und Training zu absolvieren.